Herzlich willkommen 2024. Erstes Video, letztes Video, vielleicht vom AMR, falls mein Bike noch kommt. Mein Name ist Dennis, ich habe mich fürs Atlas Mountain Bikes angemeldet und ich habe noch kein Fahrrad. Das heißt, im Worst Case muss ich mit dem hier fahren. Sport. Auf jeden Fall. Da kommt nächste Woche eine andere Schaltgruppe ran. Aber noch ist der Hersteller zuversichtlich, dass das Bike kommt. Kurzes Update, der Rahmen ist mittlerweile in Deutschland und in Stahnsdorf und wird die Tage montiert. 3 Wochen vorm AMR. Ich bin mega happy und läuft. Aber so ein bisschen Arsch und Grund, als habe ich schon, weil es sind noch 4 Wochen. Wir fahren heute eine anfängerfreundliche Gravel-Runde, das heißt 60 Kilometer Pferdewege. Geplant auf Komoot Mountainbike Enduro. Kann ich nur empfehlen, macht am meisten Spaß. Wir haben ca. minus 4 Grad, fahren halt so 60 Kilometer. Wir haben es kurz nach 12, wenn wir keinen Bock mehr haben, kürzen wir ab. Halt wirklich geplant auf Mountainbike Enduro, wenig Straße. Ja, Komoot sagt 4 Stunden, Bern R5. Mal gucken. Das sind übrigens typische Pferdewege. Und der Boden ist natürlich knallhart. Ist jetzt keine wirkliche Vorbereitung für das Mountain Race, aber macht natürlich Spaß. Willkommen bei meinem Favorite Game. Sand. Da unten habe ich mich schon mal hingepackt, weil ich so blöd war und dachte, ja, den Rest kannst du fahren. Das Geile ist, jetzt ist es gefroren und ja, mach wie du magst. Und tot. Ja, was meinst du, das ist cooler? It was at this moment that he knew. He fucked up. Keine Chance. Ey, du bist so ein Clown, Junge. Nee, nee. Nisch kann er, Alter. Ich möchte mich 4 Wochen vom Atlas nicht aufs Maul packen. Ich bin 36, ich habe 4 Wochen bis zum Atlas Mountain Race. Okay. Ich möchte mich hier nicht verletzen. Sag dir die Lusche, Alter. Ja. Und schieb weiter. Ja, schieb weiter, Digga. Die Welt. Warte, hier. Jo. Also wir sind gerade beim Thema Wünsche und Vorstellungen. Das ist das, was mir Spaß macht. Was macht dir denn am meisten Spaß? Jo, läuft. Ah, endlich wieder gutes Personal, falls es ja so schwer zu kriegen. Persönlich, der Untergrund kann nicht schlecht genug sein. Ist auch ganz cool. Jetzt der gefrorene Sand macht auch viel Spaß. Klar, es ist gefährlicher, aber solange kein Eis im Schnee liegt, ist alles cool. Ganz ehrlich. Und es ist halt nochmal mehr Abwechslung. Abwechslung! Sollte ich mein neues Bike fürs AMR bekommen, halte ich euch auf dem Laufenden. Ansonsten ist halt Notfallprogramm mein Titan Gravel. Da habe ich von Andy die Option bekommen, anderes Laufrad mit Dynamo. Dann könnte ich wenigstens Gewicht fahren. Fun Fact, mein großer Lupin-Akku ist schon wieder kaputt. Kabelbruch passiert mir einmal jährlich. Super nervig. Kann man zwar easy reparieren lassen, aber kostet immer Zeit.
wenn man das alles so sieht, ist der Januar auch wieder richtig schön. Macht eigentlich auch wieder richtig Spaß, draußen zu fahren. Ich finde Berlin-Brandenburg auch persönlich schöner als Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht, weil ich da wegkomme. Aber schwieriges Thema. Hauptsache Fahrrad fahren. So, wir haben noch knapp 31 Kilometer. Fahren natürlich den letzten Dreck. Gefrorene Wege, macht eigentlich Spaß. Ist definitiv eine Abwechslung. Deswegen ist es auch so cool ist. Und zum neuen Jahr wieder ein bisschen fahren. Warum nicht? Wir sind jetzt gerade in Klinik und das Coole an Mountainbike Komoot Enduro ist halt wirklich, man kann so super geil Asphalt vermeiden. Selbst sowas jetzt hier ist ein Traum. Und einziger, man muss halt damit rechnen, dass man halt länger unterwegs ist. So, jetzt ist es irgendwas nach 16 Uhr. Wir haben nochmal in Genzaren angehalten, was gegessen. Wir wären nicht nötig gewesen, aber Kollege ist ja ohne Frühstück gefahren. Lecker Pommes. Und war ein schöner Tag. Kleine, kurze, ungemütliche Tour. Mit schlechten, schönen Untergrund. Jetzt gleich wieder in Berlin. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn noch was mit Atlas passieren sollte, wie zum Beispiel ein Fahrrad, gebe ich nochmal ein Update. Ansonsten sehen wir uns spätestens in Marokko.